Rohfütterung Teil 3 Futtermengenberechnung. Also, wir haben jetzt darüber gesprochen, warum füttern wir roh, dann haben wir darüber gesprochen, wie stellen wir um, und jetzt sollten wir dann mal in die Mengenberechnung gehen. Das ist nämlich immer die Hauptfrage, wie viel braucht denn eigentlich mein Hund? Und das ist relativ einfach, man kann es aber auch hier wieder komplett kompliziert machen und versuchen, sich im Internet irgendwelche BAF-Rechner rauszusuchen, die dann ein Milligramm genau und Gramm genau raussuchen, was man füttern muss. Bei der Fütterung gilt eigentlich Pi mal Daumen. Wir müssen ganz viel ausprobieren, weil der Hund eben kein Roboter ist, keine Maschine. Da kann ich nicht 5 Tropfen Öl reinkippen und sagen, jetzt hat er 500 Milliliter, jetzt läuft der Motor wieder. Wir müssen einfach ausprobieren. So einfach kann sein. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass klein werdende bzw. klein bleibende Rassen einen höheren Grundumsatz haben als groß werdende Rassen. Das heißt, der Chihuahua braucht mehr Energie als der Doggenrüde mit 75 Kilo. Das wirkt sich dann prozentual und proportional auf das Körpergewicht aus. Wir sprechen hier erstmal von einem gesunden, erwachsenen Hund. Bei einem gesunden, erwachsenen Hund können wir davon ausgehen, dass er, je kleiner er ist, einen Prozentsatz von ungefähr 4% zum Körpergewicht hat. Einfache Geschichte, der Hund wiegt 2000 Gramm, dann soll der 4% davon bekommen, weil so ein kleiner Chihuahua ist. Das sind 80 Gramm, einfache Geschichte. Bei einem 70 Kilo Rüden oder nehmen wir mal einen 75 Kilo Doggenrüden, kommen wir auf eine Gesamttagesration von 1500 Gramm mit 2% zum Körpergewicht. Jetzt gibt es natürlich die BAFer, die mit Obst und Gemüse arbeiten, und es gibt die, die sagen, ich brauche kein Obst und Gemüse. Von diesen 1500 Gramm ziehen wir ungefähr unsere 20-25% ab. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Hatten wir im Video Obst und Gemüse drüber gesprochen. Der Chihuahua, der dann 2 Kilo wiegt, wir nehmen jetzt einfach mal 2 Kilo, der würde 80 Gramm Gesamttagesmenge haben. Pflanzlichen Anteil 20% abgezogen, kommen wir auf 64 Gramm tierischer Anteil. So, wer steht jetzt zu Hause dran und sagt, 64 Gramm, wie soll ich denn das füttern? Und stellt sich dann mit einer Küchenwaage hin und rechnet genau auf 64 Gramm. Kaum einer. Wir wollen es ja einfach haben. Das heißt, wir machen das Pi mal Daumen. Jetzt gibt es nun mal keinen Anbieter, der 64 Gramm Packung anbietet oder 65 Gramm Packung. Dementsprechend gucken wir, was ist in so einer Packung drin. In der Regel fängt die kleinste Packung bei 250 Gramm an. Das heißt, da sind 4 Tagesrationen in so einer Packung. Dementsprechend können wir einfach schauen, dass wir diese 250 Gramm Packung irgendwie in 4 Tagen in einem Monat verfüttern. Und dann ist alles erledigt. Wir brauchen es nicht wiegen. Ja, wenn der Hund heute 130 Gramm bekommt, aber nur 120 Gramm braucht und dann 3 Tage später vom selben nur 110 Gramm bekommt, dann gleicht sich das ja wieder aus. Macht euch nicht verrückt mit diesen Grammzahlen und aufs Milligramm genau, das ist völliger Irrsinn. Da macht ihr euch nur kaputt und klaut euch Zeit, die ihr viel besser mit euren Hunden verbringen könntet. Wenn ihr den pflanzlichen Anteil aber weglassen wollt, dann bleibt es beim tierischen Anteil, den wir errechnet haben, und dann gibt es eben nicht mehr dazu. Jetzt gibt es aber Hunde, die einfach bei diesen, kleineren Mengen, 64 Gramm sehen in so einem Napf sehr wenig aus, die da vielleicht ein bisschen Knast bekommen. Dann könnte man auch statt Obst und Gemüse vielleicht ein bisschen Joghurt oder Quark dazu füttern als Füllmaterial, wenn man eben kein Obst und Gemüse füttern möchte. Grundsätzlich braucht es bei dem Hund aber immer ein paar Tage, vielleicht beim Labi auch mal ein paar Wochen, bis er verstanden hat, dass es nicht mehr so viel gibt wie früher. Und dann ist das auch relativ einfach, dann kommen die auch nicht mehr an und betteln ständig. Zur Futtermengenberechnung ist natürlich aber ganz wichtig, dass ich weiß, wie viel muss mein Hund wiegen. Grundsätzlich sind Kilos für Hunde für mich nur ein Anhaltspunkt. Ausschlaggebend ist immer die Figur.
Wenn ich einen Labbyhalter treffe, der erzählt mir, sein Hund wiegt 40 Kilo und der muss so viel wiegen und es ist total toll, dann glaube ich dem nicht. Ich habe noch nie einen 40 Kilo Labby gesehen, der nicht übergewichtig war. Wenn ich dem erzähle, mein Labby wiegt 31 bis 34 Kilo, dann stellt er sich vor, dass er verhungert ist. Das ist aber nicht so. Der hat die richtige Figur. Sprich, wenn wir einfach nur auf die Waage stellen und uns irgendwo Rassestandards raussuchen und da steht dann 35 Kilo, dann muss ich meinen Hund nicht auf 35 Kilo hochfüttern, wenn der mit 32, 33 Kilo aber perfekt dran steht. Wie man rausfindet, wann ein Hund die richtige Figur hat, dazu gibt es natürlich noch ein anderes Video. Das bringen wir dann woanders unter. Also, das heißt, wir schauen uns unseren Hund an und sagen, der hat die Idealfigur. Dann stellen wir ihn auf die Waage und dann kommen dort 30 Kilo raus. Für diesen 30 Kilo Hund errechnen wir dann mit 2% eine ungefähre Menge von 500 Gramm tierischem Anteil am Tag und dann ist das alles schick. Jetzt war aber dieser Hund auch mal ein Welpe und es soll ja auch Leute geben, die sich einen Welpen holen. Die müssten natürlich auch wissen, was sie füttern müssen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, ich weiß ungefähr, in welche Richtung sich der Hund entwickeln wird. Bei einem Rassehund vom Züchter ist es relativ einfach. Wenn ich mir ein Labby hole, gehe ich davon aus, dass der Rüde irgendwo zwischen 30 und 35 Kilo rauskommt. Was nehme ich dann? Dann nehme ich das Zielgewicht. Und das heißt, ich nehme eben diese 500 Gramm am Tag und füttere die. Ja, einem Welpen. Das sieht in so einem Welpennapf wiederum ganz schön viel aus. Im Napf vom Erwachsenen-Labby, da lacht er eher drüber. Das kann man auch auf mehrere Portionen am Tag verteilen. Viele Welpen schaffen diese Menge gar nicht. Grundsätzlich muss man seinen Hund aber beobachten. Das heißt, wenn mein 12 Wochen alter Welpe noch Welpenspeck hat, dann ist es eine Sache. Wenn aber mein 6 Monate alter Junghund in der Zwischenzeit fast rollen kann, dann habe ich ein bisschen was falsch gemacht, dann habe ich zu viel gefüttert. Also, Hunde lässt man am besten sehr schlank groß werden. Je größer die Rasse wird, umso schlanker lässt man sie groß werden. Es gilt, groß hungern lassen. Das Endgewicht und die Endgröße bekommt so ein Hund immer. Wir wollen aber eben vermeiden, dass zu viel Gewicht zum Beispiel auf die weichen Gelenke dann wirken, dass der Hund eben schon übergewichtig die Gelenke belastet und das kann dann in den Folgejahren einfach zu Arthrose führen, weil es im ersten Jahr einfach zu viel Belastung gab und die Gelenke noch gar nicht ausgehärtet waren. Und deshalb schaut man, dass man da die Hunde schlank bzw. fast verhungert groß werden lässt. Dann haben wir also unseren Welpen mit 500 Gramm und dann schauen wir so in 2, maximal 4 Wochen Rhythmus, ob diese Menge denn passt. Ja, wenn mein Hund zu schmal wird, dann muss ich da natürlich dagegen steuern. Wenn ich den rollen kann, dann muss ich auch dagegen steuern. Dann müsste man nochmal nachberechnen. Jetzt haben wir aber natürlich auch viele Hunde, die einfach Mixe sind. Und beim Mixen weiß ich nie, was genau rauskommt. Wenn ich einen Docken-Dackel-Mix habe, dann weiß ich nicht, ob der nachher 75 Kilo oder nur 15 Kilo wiegt. Dementsprechend muss ich beim Mixen immer noch ein bisschen mehr Pi mal Daumen schauen und gucken, wie der Hund sich entwickelt, damit man dort auch eine sinnvolle Rationsberechnung dann machen kann. Ihr könnt auch hier wenig falsch machen. Ja? Ihr seht ja jeden Tag euren Hund und ihr wiegt ja auch eure Welpen ständig und ihr geht zum Tierarzt und stellt sie dort auf die Waage und der Tierarzt fragt euch und der Tierarzt sieht es. Ja. Deswegen entspannt euch auch hier. Ihr könnt nur ganz, ganz schwer hier eine Mangelernährung herbeiführen, indem ihr viel zu wenig füttert oder viel zu einseitig. Und in den ersten Videos haben wir darüber gesprochen, dass wir abwechslungsreich füttern wollen. Ausgewogen und dementsprechend auch dem Hund alles zuführen, was der Hund so braucht. Wenn es mal ein paar Milligramm weniger in 4 Wochen sind, dann stirbt der Hund da nicht dran und er wird auch keine bleibenden Schäden haben. Also wir haben einmal, wir wissen, was bei dem Hund rauskommt und das andere Mal wissen wir es nicht. Dann könnten wir auch mit 6% des Körpergewichts anfangen.
die Berechnung und sagen, wir gucken einfach, wo es hingeht und reduzieren dann diese 6% im 2-Wochen-Rhythmus, vielleicht sogar auch im 3-Wochen-Rhythmus, dann nach unten, bis wir dann irgendwo bei einem Prozentsatz rauskommen, zwischen 2% und 4%. Entweder bleibt es ein kleiner Hund, dann bleiben wir bei 4%, oder es wird ein großer Hund, dann kommen wir irgendwo bei 2% raus. So einfach kann es sein und so wenig Probleme kann man damit haben. Man muss eben nur ein, zwei Vorüberlegungen machen, ohne sich da besonders mit Excel-Tabellen und Internetrechnern und allem rumzuschlagen. Es ist einfacher Dreisatz, es ist ein bisschen Prozentrechnen, alles schick. Also, unser Labi-Welpe mit 13 Wochen bekommt 500 Gramm tierischen Anteil, der bekommt von mir aus 100, 120 Gramm pflanzlichen Anteil, der bekommt einmal am Tag auf sein Futter ungefähr einen Esslöffel Omega-3-fettsäurehaltiges Öl. Bei mir wäre das Lachsöl und dann ist das Ding fertig. Solange alles in dem Hund drin bleibt, solange der Hund alles verträgt, bleibt das so. Und der Hund ist glücklich. Ich habe es super einfach und der Hund ist gesund.